riecht nach Zeche. Das heißt, hier lagen exakt zwei Seile auf. Getriebe, Fördermaschine. Mit den alten Leuchtmeldern, den mit der runden Kugel noch. Das ist schon was für längere Dinger, ne? Geil. Richtig, richtig gut. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Es ist super windig, aber das Wetter ist halbwegs gut und wir sind an einer ehemaligen Schachtanlage, die 1959, glaube ich, in den Boden getrieben wurde und 2001 bzw. 2002 verlassen wurde. Genau. Und ja, was uns erwartet, weiß ich tatsächlich nicht. Ich sehe nur, dass hier tatsächlich alle Töne aufstehen. Das Ding steht kurz vorm Abriss und ich wollte es gerne mir heute nochmal angucken. Also ein ganz entspanntes Low-Video am Freitag. Ich würde sagen, es geht los. Direkt Kamera gedreht, alles steht offen. Ja, okay, cool. Gucken wir mal, ist tatsächlich wirklich alles offen, ne? Teilweise kommen wir in die Gebäude nicht rein. Vorne in dem Bereich wurden die nachgenutzt oder werden noch nachgenutzt. Ich weiß nicht, ob die stehen bleiben. Aber ich sag mal, so ein Förderturm, so eine Fördermaschine, so ein Grubenlüfter, der hier noch existiert, damit kann keiner was anfangen irgendwie, deswegen wird das alles rigoros platt gemacht. Ja. Jo. Schotterbett. Genau, hier standen so Trafos drin, so riesengroße Dinger und die haben dann dafür gesorgt, dass die Zeche auch Strom bekommen hat. Die hat man aber rausgeholt, weil es gibt extra so Firmen, die bauen halt auch so alte Trafoanlagen zurück. Das ist auch irgendwie ein lohnendes Geschäft. Was ist da hinten? Ja, Mini-Wagenbau. Ist das so? Ja. Tatsächlich, Schaufeln liegen hier schon. Das dauert nicht mehr lange, dann ist das Ding hier weg. Das sieht aber auf jeden Fall lost aus, das Ding. Tragkraft 5 Tonnen. Ja. Oh, da ging was. Stehst du unter dem Kreiselkipper? Ach, tatsächlich. Hier abgeladen wurde der. Ein Kreiselkipper. Wie kommen wir da rein in das Ding? Hier. Ach, wenn alles offen ist, dann können wir mal gucken. Das sieht schon gut aus von den Farben. Das ist schon richtig cool hier. Und riecht nach Zeche. Boah. Ja, das war mal die Kette, ne? Boah, krass, ey, wie geil das einfach aussieht. Wie alt. Hier ist noch alles mit Kabel gewesen. Ja, fast. Fast, ne? Alles analoge Technik. Reserve, Wipper, Bremse vor Wipper. Das Ding hat man Wipper genannt, das hat man gar nicht. Kreiselkipper, glaube ich, genannt, das war einfach Wipper. Schiebebühne, ja. Schiebebühne. Müssen wir uns oben mal angucken. Also hier haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, den Bereich, wo... Ich sehe zwar keinen Elektromotor, vielleicht ist das auch einfach nur Umlenkung gewesen. Wobei, da hinten steht ein Motor, diese Riesenräder und dann halt hier diese Masterketten. Und wirklich Masterketten. Ja, von oben bis unten angetrieben, immer im Kreislauf wie bei so einer Achterbahn. Und dadurch hat man dann halt die Loren nach oben gezogen und letztendlich hier oben dann zum Kippen gebracht. Ich muss hoch, das wird spannend. Ja, ist cool. Ist cool. Ist gut? Ja. Mit den alten Leuchtmeldern hier mit der runden Kugel noch. Ah, hier konntest du dann schön sehen, ob der LKW gerade passend steht oder nicht passend steht. Hier war normalerweise die Scheibe vor und dieses Gitter zu und dann konnte man hier sehen, halt da, wo die Geschichte abgekippt wird, ob der Teil voll ist oder nicht. Das heißt, in dem kleinen Räumchen saß hier jemand. Der hat dann immer das ganze Ding gesteuert, das war ja wahrscheinlich nicht automatisch, ne? Abfahrbereit. Seitenbahnschacht, abfahrbereit. Zack, drückt er die Taste, fährt das Ding quasi da drauf. Oh, das müssen wir uns angucken. Wahnsinn, das ist schon was für längere Dinger, ne? Das heißt, hier sind super dicke, fette, lange Loren reingefahren. In diesem Teil, wo ich mich gerade hier befinde, die wurden dann hier arretiert. Und hier seht ihr unter mir, ist quasi die Rutsche, wo dann das ganze Bergematerial rausgefallen ist. In einem LKW und dann hat man das abtransportiert. Das hat man, wird man heute, glaube ich, oder hat man zuletzt nicht mehr so gemacht mit diesen Loren und mit den Kreiselkippern, oftmals mit Skip-Förderungen und ganz langen Bandanlagen, weil das halt einfach wirtschaftlicher ist. Und hier kam halt wirklich die dicke Lore von da hinten angefahren, wo der Julian gerade steht, hier rein, arretiert, gedreht, ausgekippt. Dann mit einer Schiebebühne, die hier steht, zack, einmal hier rüber und dann ging die ganze Geschichte wieder zurück auf der anderen Seite runter. Jetzt natürlich die Frage, Bergematerial, was ist Bergematerial? Kohle, Berge, wo ist der Unterschied? Wenn man Kohle abbaut, hat man ziemlich großen Anteil an Gestein und ich sag mal Schrott.
mit dabei, weil man will ja theoretisch nur die Kohle haben und dieses ganze feine Steinmaterial, was sowieso mit hochkommt bei der Förderung, beziehungsweise auch nach theoretisch einer Kohlenwäsche, bleibt dann halt übrig und wird dann entweder auf so kleinen Halden aufgekippt, die dann immer größer werden, oder letztendlich weiterverarbeitet im Gleisbau, im Straßenbau und so weiter. Und das war wahrscheinlich, weil ich sehe hier tatsächlich keine Kohle, keinen Kohlenstaub, war wirklich nur so ein Gesteinsmaterial, was man von hier abtransportiert hat, um ja quasi den Schrott loszuwerden. Das sind so ein paar Reste, das sind halt einfach so grobe Steinchen, ein bisschen Kohlenstaub mit dabei, aber halt alles so ein Krimps- und Kramszeug. Keine Sau mit anfangen konnte, beziehungsweise der Betreiber von einer Kohlenförderung nicht. Das heißt also, die Strecke hier wäre theoretisch verbunden gewesen mit einem Schacht, weil irgendwie müssen die Sachen ja auch von unten hochkommen. Nur leider ist hier bereits vieles weg. Wow, ey. Der sieht schon heiß aus. Ich hätte halt echt gern mal in Betrieb gesehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, welche Lautstärke so ein Setup hier hat. Richtig laut wahrscheinlich. Ultra laut. Das heißt, da hinten, da wächst der Baum durch. Ja, Leute, hier ist leider schon Ende Gelände. Hier haben die schon so ein bisschen was abgerissen. Die Dinger enden ja hier komischerweise. Man hat jetzt hier nicht mit einem Kran die Loren draufgestellt, die hier hochgefahren sind. Sondern letztendlich ging es, denke ich mal, direkt zum Schacht. Weil da sind die fetten Schachttore von der Schachthalle. Und da ging das ganze Spiel dann rein. Das heißt, hier sind sie abgetrennt. Quasi der Vorlauf und der Rücklauf, und die gingen dann wieder da in diese grünen Türchen rein. Haben die ja professionell geschlossen hier, wenn man da nicht durchkommt. Ja. Das wird nicht klappen. Ah, hier sind die Schienen noch zu sehen. Hier, da, zack. Sogar mit einer Weiche. Die Dinger gingen hier direkt auseinander. Und dann ja, enden irgendwo die Spuren da, und da wäre es letztendlich gelandet. Ist noch da. Schön stille. Stuhlkreis, Selbsthilfegruppe ist da. Man hätte sich das Schloss schenken können, ne? Eigentlich. Ja. Ich bin echt ein bisschen überrascht jetzt, weil das ist super klein, die Schachtanlage. Ich glaube, der hatte auch gar nicht so den riesen Durchmesser vom Schacht. Die Lampe hängt hier am Start. Hier sind nochmal so ein paar Betonspritzer drauf von der Verfüllung. Ja, und hier ging das abwärts, ne? Ist das verrückt? Ja. Ich bin ein bisschen überfragt, das sieht hier aus, als würden die jeden Moment wieder arbeiten. Die haben das ganze Ding sauber gemacht, aber das soll ja abgerissen werden. Oder bleibt dieses Ding hier stehen? Letztendlich. Die machen den Schacht wieder auf. Ja. Die werden den Schacht wieder öffnen. Das ist super klein, das Ding. Der Durchmesser ist jetzt nicht groß, ne? Das ging jetzt halt echt. Materialschacht, das ist nichts Wildes, ne? Ja, aber trotzdem, der ist nicht groß. Super alt. Super alt, 2000er zugemacht, 2001. Da gibt es wahrscheinlich gerade Zuschauer, die noch nicht mal geboren wurden. Zu dem Zeitpunkt, da war ich schon 11 Jahre alt, Wahnsinn. Also nochmal so zum Hintergrund, Leute, das ist dann letztendlich der Schacht. Hier sind theoretisch sogar Bergleute eingefahren. Ich meine, hier gibt es auch eine Kau auf dem Gelände. Das heißt, dieses Ding war Materialschacht, war eigentlich alles. Ihr seht auch. Ja, hier hängt so ein popiger kleiner Kran, der konnte relativ, nee, konnte der nicht. Aber der Kran auf der anderen Seite konnte mit 5 Tonnen relativ nah an den Schacht fahren. Man konnte Material einladen, man konnte Material runterladen, Personen runterladen, die dann unten arbeiten und dann die entsprechende Kohle abbauen. Genau. Super special sind die Schachttore, die bei anderen Schachtanlagen meistens nur so Gitter sind, die man dann auf und zu schiebt. Und in dem Fall sind es dicke, fette Drucktüren, die über dieses Hydraulik-Gedöns-Ding zugefahren werden. Das heißt, das Ding ist letztendlich ja quasi komplett dicht, weil ja die Besonderheit hier ist, wir haben nicht nur einfach einen Schacht, einen ausziehenden, einziehenden Wetterschacht, sondern wir haben hier noch eine Belüftung, weil die Leute, die unten 1000 Meter tief oder bis zu 1800 Meter, je nachdem wie tief so eine Schachtanlage ist, arbeiten, brauchen natürlich auch Luft, weil wenn die Luft steht, bilden sich Gase, dann könnten eventuelle Explosionen auftreten und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es hier auf diesem Gelände noch einen Wetterschacht. Beziehungsweise nein, das ist der Wetterschacht, aber es gibt die Wetterturbinen, die dann quasi, wenn die Dinger geschlossen haben, den Druck direkt nach unten gepumpt haben, beziehungsweise abgesaugt, je nachdem, wie die eingestellt waren. Ja, den gucken wir uns mal an, finde ich gut. Was versuchst du da? Diese super tolle Kamera zu aktivieren. Hast du? Ich muss die erstmal anmelden. Soll ein bisschen Werbung machen? Vielleicht, ja. Was haben wir? Die Insta360. Als? One X2.
Richtig geil, ne? Ja. Habe ich schon mal ein Video zugedreht. Das ist das Ding, Leute. Womit ich mal so ein 360-Grad-Video gemacht habe, das ist echt cool. Es ist super schwierig, da zu schneiden, beziehungsweise man braucht super viel Performance beim Rechner, weil die Daten halt ziemlich groß sind. Aber das ist halt schon, war nicht für jedermann, glaube ich. Ich habe die Kommentare ja durchgelesen von euch, weil ja einige das ja auch am PC gucken und nicht jeder so ein Handy in der Hand hat und irgendwann auch stressig wird, dieses Handy hin und her zu schwenken. Aber so zwischendurch als Feature könnte man das nochmal machen. Ein Foto machen. Ich mache ein Foto jetzt von da oben. Von wo oben? Von oben, von der Kanne. Ah, ich gucke noch mal ein bisschen weiter, was uns hier noch erwarten könnte. Und das sieht mir tatsächlich so aus mit der Treppe hier runter, dass man nicht von hier oben eingefahren ist, sondern von der Etage tiefer. Das gucke ich mir noch mal an. Weil dieses Geländer hier in der Mitte ist meistens immer so Ein- und Ausfahrt. Also einfahrende Leute, die unter Tage fahren und hier sind die Leute, die rauskommen von der Arbeit. Das ist verrückt jetzt. Das verstehe ich nicht ganz. Aber es scheint wirklich so zu sein. Gut, hier können wir nicht mehr aufmachen, hier ist der ganze Zement hinter, ne? Aber scheint so zu sein. Als wäre man dann hier rüber reingefahren. Ja, das ergibt Sinn. Sonst wäre das mit dem Geländer hier nicht. Verrückt. Wahnsinn. Wie cool das aussieht, bitte. Richtig, richtig gut. Willst du mir ein Bild zeigen? Ich zeig dir ein Bild. Geil. Richtig, richtig gut, ne? Ja. Ja, genau. Mannschaftsgang. Tatsächlich gab es einen Mannschaftsgang hier. Die sind nicht hier von oben eingefahren, die Leute, sondern die sind die Treppe runtergegangen. Ah, okay. Und da kamen die her, die Leutchen. Ich glaube, wir müssen noch mal rausgehen und gucken, ob irgendwie... Steht die Kaue denn hier? Gibt es eine Kaue? Ja, gibt es eine. Nee? Wie nee? Gibt's nicht. Doch, gibt's. Muss es geben. Ich bin da. So, ich würde gerne mal in die Grubenlüfter gucken. Ja, ich glaube, ja, hier geht die Treppe runter. Das, ja. Ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich, die haben die Grubenlüfter rausgerupft. Das ist auch ziemlich spannend. Die vier Dinger, die hier stehen, sind die Körbe, die letztendlich da in dem Schacht hingen und dann unter Tage gefahren sind. Aber der Grubenlüfter... Ist auch nochmal spannend. Boah, krass, ey. Ich war hier, da war das Ding noch drin. Schade Marmelade. Ja. Hier ging er abwärts. Die haben das Ding hinzugemauert. Hier, wo wir jetzt stehen, war quasi ein Luftkanal. Hier standen die Grubenlüfter in der Mitte drauf. Die konnte man hier immer fleißig rausheben, wenn die mal Service brauchten. Und letztendlich ging dann hier rüber, ja, die Luft in den Schacht bzw. aus dem Schacht raus. Und dieser Gang, der hier ist, der jetzt hier zugemauert ist, wäre theoretisch genau in Richtung Untertage gegangen. Konnte man, glaube ich, nicht öffnen, wenn das Ding in Betrieb war, weil sonst hätte man sich wie eine Ballerina da ja, mit eingesogen. Verrückt, sieht aber schon cool aus. Von hier sieht er aber irgendwie schon cool aus, wenn man sich so anschaut. Kenne ich gar nicht den Bau so. Verrückt. Was ist das? Ja? Ja, aber war der Lüfter in dem Ding drin oder was soll das? Warum sind die denn so komisch zusammengebaut? Guck mal, da ging sogar eine Treppe runter. Da hängt eine Lampe drin, eine Steckdose. Das ist ja cool irgendwie, oder? Das sieht super spacig aus mit der Treppe runter und so. Das hat so ein bisschen Kriegsflair, finde ich. Das ist so ein bisschen Zweiter Weltkrieg. Bunkeranlage. Nächster Wechsel. Grubenlüfter 1 und Grubenlüfter 2, genau. Kupplung M-seitig, Hauptlagerantrieb, nächster Wechsel. Von Hand noch geschrieben, ist unglaublich. Ja, ich glaube, das war's. Was das ist? Auf und zu. Könnte man hier das Tor oben irgendwie auffangen? Nee, ich glaube hier. Da und da waren die Schieber. Die waren dann so und hatten noch eine manuelle Anzeige mit so einem Gewicht, dass du genau sehen konntest, wie der Schieber gerade aufsteht oder zu ist. Aber ich glaube, das war auf dem Gelände, oder können wir noch was sehen? Das Heizkraftwerk. Das Heizkraftwerk, weiter geht's. Richtig, richtig gut. Schade, wir kommen zu spät. Wir hätten eine Woche vielleicht früher da sein sollen. Schade. Ist nicht mehr viel zu sehen, aber guck mal, hier geht auch wieder so eine Schiene lang. Aber die hatten, glaube ich, einen normalen Gleisanschluss, weil das macht Sinn hier mit dem Vorbau, dass du hier mit einem Waggon halten konntest. Der Kessel drin. Steht noch drin? Ja. Kessel 1, jo. Du riechst auch noch Öl. Ich glaube, das war eine Ölheizung. Interessant finde ich auch, dass da irgendwie so ein super Silo drin hängt. Was ist da drin? Da bin ich Kohle. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, hier hat keiner Bock drauf, dass man hier reinschaut.
oder? Nee. Das war's? Aber ich glaube auch die Fördermaschine ist gut gesichert. Steht vorne das Tor offen. Ist das so? Ja. Ja, warum haben die dann die Fenster vernagelt? Ja, Leute. Ha. Ja. Hier ging das Seil rein, um die Leute und das Material runterzukriegen. Wir gucken mal, ob wir da mal einen Blick reinwerfen können, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, hoffe ich. Ja? Okay. Echt? Also keine Chance? Doch, ihr habt eine Chance, nur es hilft ja nicht, was belastet ist. Okay. Wisst ihr eigentlich, wenn ihr hier reingeht, PCB belastet, Asbest, ja. Ihr geht da einmal durch und dann... Ja, weil wir dachten, da ist ja nochmal ein Zaun zwischen, ihr gehört nicht dazu, zu dem Bereich. Ist alles eins. Alles okay. Eins. Ja, Leute. Tatsächlich, wie ich finde, eigentlich auch wichtige Informationen gerade mal. Es wurden einige Gebäude abgebrochen, aber der Herr sagte gerade, die hier dieses Gelände verwalten. Es gibt eine Verwaltung, die nicht nur vorne ansässig sind, sondern das komplette Areal verwalten, die hier so einen schönen Industriestandort wieder aufmachen für neue Unternehmen, die sich ansiedeln können. Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch die Schachthalle gerade frisch gefegt, weil man die erhalten möchte. Und jetzt stehen wir halt in der Fördermaschine, auch ziemlich geil. Das heißt, hier lagen exakt zwei Seile auf, die dann die Körbe unter Tage gebracht haben. Den Aufzug, sage ich ja immer in Anführungszeichen, richtig gut. Ich habe schon mal eine Schachtanlage gehabt, da war ich zusammen mit dem Fritz und da hatten wir auch genau das gleiche Guckloch. Und da sieht man schön ja, die Getriebeübersetzung. Da ist jetzt kein Getriebeöl mehr drin, die liegt komplett trocken, weil man das ja irgendwann auch ablässt. Und ja, das ist schon cool. Getriebe, Fördermaschine, Bremse hier und Elektromotor und Umformer, glaube ich zumindest. Ja, oder Ersatzmaschine kann auch sein. Verrückt, ey. Relativ klein der Motor von AEG. Aber gut, war auch nur eine kleine Schachtanlage. Viele spannende Dinge passieren heute. So, ich würde sagen, komm, an dieser Stelle, bevor wir das jetzt hier herausfordern, ne, werde ich mich hier aus dem Staub machen. Wenn ihr euch das Gelände anschauen möchtet, wahrscheinlich werden jetzt einige Leute wieder um dieses Video rumgeiern, weil die sich ja freuen, jetzt kommt ein neues Video und wir haben am Wochenende nichts zu tun. Könnt ihr hinfahren, aber fragt, glaube ich, tatsächlich vorne mal nach. Also das scheint ja alles in Ordnung zu sein. Nur gut, gehe ich eigentlich immer so den direkten Weg irgendwo, wenn da was offen ist, einfach rein. Weil ich mir denke, wenn man das über acht Ecken macht, dann wird das nur komplizierter. Nur in dem Fall, ja, hat der Typ natürlich schon so ein bisschen recht und ist halt auch schade, wenn man hier super viel kaputt klopft, weil die halt versuchen, das ja, so gut es geht im Originalzustand zu halten. Und ich finde, ja, das ist schon cool, weil das Ruhrgebiet ist bekannt geworden durch Kohle und Stahl und hat das Ruhrgebiet auch so zu dem gemacht, dass es, was es quasi heute ist. Und wenn man jetzt da noch versucht, so ein bisschen was zu erhalten und nicht alles direkt wegreißt, finde ich das schon eine ganz coole Sache. So, genau, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auf der anderen Seite könnt ihr Videos schauen, was euch vorgeschlagen wird. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Video. Tschüss!